Herzlich willkommen am Freitag bei MDR um 11. Mit uns geht es jetzt gut informiert ins Wochenende und das sind die Themen heute bei uns. Die Pleite des Reisegiganten Thomas Cook trifft Hunderttausende weltweit. Und heute kam die nächste schlechte Nachricht. Thomas Cook hat alle Pauschalreisen bis Ende Oktober abgesagt, auch wenn sie schon bezahlt sind. Ja, Urlauber, die sich derzeit im Ausland befinden, müssen sich laut Thomas Cook dagegen keine Sorgen machen. Also Hotelaufenthalte, Transfers und Rückflüge seien gesichert. Aber jetzt sind Filmaufnahmen aufgetaucht, die anscheinend genau das Gegenteil zeigen. Ja, und eine Meldung hat uns noch aufhorchen lassen. Die Fluggesellschaft Condor bekommt den Sanierungsexperten Lukas Flöter an die Seite gestellt. Condor ist ja eine Tochtergesellschaft von Thomas Cook und Flöter strebt für die Airline eine Zukunft ohne Thomas Cook an. Der Anwalt aus Halle ist ja in Mitteldeutschland bekannt. Er war zum Beispiel auch für das Insolvenzverfahren der mitteldeutschen Fahrradwerke MIFA und dem Billigflieger Air Berlin zuständig. So, und jetzt gibt's weitere Nachrichten, kurz und kompakt für Sie. Wir dürfen vorstellen, das ist einer der wenigen Blitzer in Mitteldeutschland, die einem keine Angst machen müssen. Denn er macht zwar Aufnahmen, aber diese Bilder, die führen nicht unbedingt zu Bußgeldern. Ja, und wir gehen einer weiteren juristischen Frage nach. Wann müssen Kinder ihren Eltern finanziell helfen? Grundsätzlich gilt, dass das Sozialamt Kinder zur Kasse bitten darf, wenn die Eltern am Lebensende ihren Pflegeunterhalt nicht mehr selbst zahlen können. Und manchmal kann man sich fragen, ob das gerecht ist, vor allem wenn das Eltern-Kind-Verhältnis zerrüttet ist. So, und wir schauen jetzt zum Kunstmuseum Moritzburg nach Halle. Das gehörte ja in den 20er, 30er Jahren zu den wichtigsten Museen für die klassische Moderne. Aber im Nationalsozialismus, da wurde die wertvolle Sammlung von Feininger, Kandinsky und Nolde zerschlagen. Fast 150 Werke gingen da verloren und jetzt sind viele Schätze zurückgekehrt. Ja, am Sonntag wird nicht nur die Sonderausstellung eröffnet, am Sonntag beginnt auch traditionell das Erntedankfest. Und gefeiert wird am Wochenende zum Beispiel in Mühlhausen in Thüringen. Und dort auch mit einem wichtigen Utensil, an dem unser Reporter Sascha Mönch mitgebastelt hat. Schön, Marco. Ja, in dieser Woche sind wir jeden Tag mit Tino Böttcher durch Mitteldeutschland gereist in unserer Serie »Wovon wir träumten«. Was denken die Menschen 30 Jahre nach dem Mauerfall? Ja, heute trifft Tino auf einen Mann, der schon in der DDR eine erfolgreiche Musikerkarriere hingelegt hat, als Leadsänger der Stern-Combo Meißen. Er hat damals ja auch Soloprojekte gestartet, als IC Falkenberg, ein Künstler mit einem feinen Gespür für die politischen Stimmungen im Land. Ja, was wurde aus jenen, die damals neue Grenzen ausgetestet haben? Am Wochenende geht Wolfgang Stumpf auf eine Spurensuche. In der Sendung Grenzenlos am Sonntag ab 20.15 Uhr hier im MDR Fernsehen. So, wir schauen mal auf das Wetter. Am Wochenende, das lädt auf jeden Fall zum Fernsehen ein. Also, der Herbst, der zieht so langsam ein. Und am stürmischen Montag gibt's dann die nächste Ausgabe von MDR um 11. Und dann begrüßt Sie hier an dieser Stelle mein Kollege Andreas Neugeboren. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und wir informieren Sie dann natürlich aktuell hier in den nachfolgenden Magazinen. Hier geht's jetzt weiter mit in aller Freundschaft. Tschüss.